So, Freunde, absolutes Nischenvideo. Ich oder wir haben uns gedacht, es gibt doch bestimmt irgendwelche Dullis, die auf Herr der Ringe-Basis auch Bushcraft machen. Und die gibt es. Und die gibt es. Und wir haben jemanden gefunden, und zwar The Rambling Shepherd. Durch Zufall. Und der macht Solo Mittelerde Bushcraft Lab. Und geht quasi als Aragorn-Streicher in den Wald und bushcraftet. Ich bin sehr gespannt. Ich habe keine Ahnung, was in den Videos passiert. Es kann auch ein absoluter Reinfall werden. Ich habe richtig Bock drauf. Eigentlich kann es nur geil werden. Aber das Thema ist mega. Ja, komm, wir gehen rein, Alter. Richtig, richtig doll Bock. Outfit ist schon mal Babo-mäßig, Alter. Er hat sogar Schwert bei. Naja. Ja klar. Sonst erkennt dich ja keiner, dass du Aragorn sein sollst. Oh, Alter, jetzt lass erstmal kurz mal hier gucken. Was hat er alles bei? Ah, ja, sieht schon stabil aus, ey. Boah. Ein paar Ledertäschchen und so, sieht schon gut aus. So Trinkflasche. Lederflasche, hinten das Schwert drauf. Ja, also ist halt so Ranger-Look, ne? Ja. Hier an der Seite auch übelst das Messer. Ja, sieht schon. Sieht fresh schon aus, ne? Ach, das ist so eine extra Mütze, die er da quasi hat. Wird einfach hingeschmissen. Ah, gut. Erstmal einen Schluck trinken. Mit Holzkorken, Anni. Ich will aber ein paar Schwertmoves sehen nachher. Also diese Bettrolle, die er da hat. Fresh, ne? Das ist quasi eine Wolldecke. Ja. Und dann hat er um das Schwert bestimmt so eine Baumwollplane oder was ist das? Sieht so aus, ja. Sieht so ein ja. bisschen so aus, wa? Und das alles. Ja. Cool. Cool. Warum finde ich das schon wieder so geil? Ja, weil es geil ist, Alter. Das ist ja. Ich will es nicht bezahlen, aber so ein komplettes Outfit hätte ich gern. Ja, also ist eh geil. Rocking Viking schreibt, als wenn Floki sich als Aragorn verkleidet hat. Ist wirklich ein bisschen so, ne? Ist ja geil. Er hat sogar noch so ein kleines Lederbeutelchen dabei. Oh, hallo Schwert. Es werden erstmal Orks geschlachtet. Also wie gut sehen die Orks in der Ringe der Macht-Serie jetzt aus? Was ist denn da passiert? Phänomenal gut. Habt ihr die gesehen, Ringe der Macht, Staffel 2? Ich hab's noch nicht durchgesehen. Ich auch noch nicht. Aber die ersten 4 Folgen habe ich jetzt gesehen. Mhm. Alter, was ist denn mit den Orks? Wie geil kann man denn Orks machen? Hä? Die haben sie wirklich sehr gut gemacht. Wow! Ja. Was mich ein bisschen enttäuscht, aber haben wir schon drüber geredet. Sind quasi die Rüstung der Numenora. Die finde ich so ein bisschen lame. Ja, nicht ganz so episch, ja. Aber die Orks sind wirklich phänomenal gemacht. Also, dass das so möglich ist, dass es so geil aussieht, ja. Ich lieb's. Ist wirklich. Ich lieb's hart. Ja. Wir machen keinen Spoiler, wir haben nur gesagt, dass die Orks geil aussehen. Genau, die Orks sind wirklich es sind phänomenale Orks. Wow! Auch so unterschiedlich. Ja, ich check's nicht. Da ist ja wirklich jeder einzelne Ork. Ist ein Superheld. Ein Unikat. Ja, genau. Quasi. Das ist krass. Das sieht richtig geil aus. Und ja nicht, also alle haben so ein bisschen, überall ist ein bisschen Sabber oder Schleim, so Ork. Das sieht so krank aus, ja. Mann. Ich liebe es. Sehr, sehr gut gemacht. Zum Video, mich stört ein bisschen, dass er quasi keinen Bogen bei hat. Stimmt. Jetzt auch mal kleines Nadel im Heuhaufen suchen, aber ein Bogen muss schon mit, auch als Streicher. Okay, dass da Orks vorkommen, ist schon ein Spoiler, ja? Okay. Was? Alter, nice. Also der Look ist ja phänomenal. Aber auch schön, wo er da ist. Ja. In so einer Senke. Ja, ich meinte beides, ja. Ach so. Ja. Deutschland Sackknast. Ja, das ist echt so. Auch mal auf die Details achten. Er hat seine Schuhe ausgezogen, Andi. Yo.
schafft er gleich. Schafft er alle weg, Digga. Ich sag's dir. Ich dachte jetzt ehrlicherweise, er zieht sich da jetzt die Wurzeln auch mit. So anstrengend, ja? Alright. Ja, das Leben. Oh, er redet. Das Leben früher war ja harter, Andi. Stimmt. Das ist wahrscheinlich seine Schlafunterlage überhaupt nicht mehr. Kann aber noch ein paar Mal holen, ne? Junge, was machst du da? Alles verdeckt. Ach, Dakota Firewall überhaupt nicht mehr. Ja. Hat der das mit seinem Messer gegraben? Ja. Ich bin entsetzt. Ey, wie ist denn da sein Schwert nicht genommen? Will ich übrigens auch noch mal einen kriegen. Ja. Ja. Die Schuhe sind auch irgendwie cool. Okay, die Szenerie sieht ja richtig geil aus. Ja. Na, dann mal guten Dusch. Ich bin mal gespannt, was er jetzt für einen Kessel angeblich hat. Bundeswehrkessel. Das wäre ein richtiger Downgrade. Ach, er füllt direkt ab. Ist das denn Fließgewässer? Ich sehe das ja nicht. Ja. Ist das nicht einfach ein Tümpel? Nee, du hörst es der Plätschern, hörst du das? Ach, tatsächlich, ja, krass. Er trinkt es halt auch einfach direkt. Nächste Aufnahme. Oh, richtig dünn Schuss. Na gut, vielleicht kennt er die Region, in der er da unterwegs ist. Ich meine, in Schweden kannst du es ja auch machen. Norwegen ja, auch. Stimmt. Also, das geht schon. Das hat ein schlecht eingestelltes Mikro, ne? Das merkt man richtig. Ja. Sehr hohes Grundrauschen drin. Geiles kleines Kesselchen, ne? Alarm! Aber da sieht man halt, wie gut so ein Dakota Fireholz sieht, ne? Ayo. Das ist ja krank. Those are for tomorrow. Er spricht? Ich habe vorhin schon einen Alright gehört. Red lentils. Some of these dried mushrooms and a bit of this beef. Also er arbeitet viel mit Trockenzeug. Ah ja. Trockenfleisch, getrocknete Mushrooms und rote Linsen gibt's. To give the water a good flavor. In welchem Land sind wir hier gerade? Keine Ahnung. Kein Plan, ey. Lieblingscharakter aus Herr der Ringe? Mein Lieblingscharakter aus Herr der Ringe. Müssen wir mal selber kurz nachdenken. Das ist wirklich. Warte mal, da. Das ist wirklich sehr schwer. Ja. Ich beantworte erstmal die Frage. Wir sind in den Vereinigten Staaten von Amerika. Amerika.
Ich war ja früher immer so der Gimli-Boy. Ja. Aber ich würde jetzt schon fast sagen, eher Gandalf. Okay. Ja. Also würdest du gerne Gandalf sein oder findest du den Gandalf, was er so in Herr der Ringe 1, 2, 3 macht, cool? Genau, oder? Ich finde den als Charakter sehr schön, einfach schön geschrieben. Aber ich finde auch sehr stark, starker Charakter auch Faramir. Der in jedem Film, wo er mitspielt, stirbt. Nee, das ist ja Boromir. Ah, nee, Boromir, schon, halt verwechselt, stimmt. Ja. Stimmt. Nee. Also Faramir auch sehr starker Charakter, finde ich. Ja. Also auch, auch von den Büchern her und so weiter. Ja. Aus der Herr der Ringe oder Mittelerde allgemein. Du kannst auch Mittelerde allgemein machen. Hm. Ja, ist aber auch schwierig. Sam ist auch ein sehr starker Charakter. Das stimmt. Also Sam ist ja wirklich Sam ist auf jeden Fall Geist. Das stimmt. Das ist wirklich krank, ja. Tom Bombadil ist auch sehr cool, ja. Ja, ja. Früher war es bei mir immer Legolas, war ich auch in den Spielen Legolas immer krasser. Ich mag ja eh Bogenschützen. Aber ich würde jetzt eher schon eigentlich sogar, ist ein bisschen langweilig, bei Aragorn sagen. Mhm. Was der so kann, auf gar keinen Fall, auf jeden Fall Gollum. Auf gar keinen Fall. Gollum ist. Verstehe auch nicht, warum da bald ein Film oder eine Serie mit Gollum kommt und warum Spiele mit Gollum rauskommen. Leute, was ist mit Gollum? Was ist los mit euch? Keiner mag Gollum. Wie viele gute Geschichten Herr der Ringe noch zu bieten habt und ihr macht einfach über Gollum. Wie unkreativ seid ihr denn? Was ist denn da los, ihr Filmemacher? Da habe ich doch Gandalf. Mhm. Starker Zeitraffer. Aha. Schön. Hätte ich jetzt ja nicht erwartet. Ja, gut, ist auch einfach nur eine GoPro hinstellen, ne? Ja. Ja. There we go. Stell dir mal vor, du läufst da durch den Wald. Ja, wie krank wäre das? Digga, nicht, dann bist du da einfach... Und siehst dann so einen Typen sitzen, unter so einem Baumwollplaner. Der einfach ein Labspieler ist. Komplett. So einem Feuer. Der einfach ein Schwert auf dem Rücken hat. Finde ich gut. Allgemeiner denkst du dir, Alter, warum hast du so Lederstiefel an und hast dein Outfit mit einem Umhang an, Alter, und hast ein Schwert da liegen? Was ist mit dir? Bist du hier alleine im Wald? Machst hier Feuer, pennst hier? Was ist mit dir? Ja. So genießt man's Leben. Der lebt sein Leben. So I slept well enough last night. I had to wake in every hour or well, no. Perhaps every 2 or 3 hours. Krass. In order to stir the coals. I've made myself something of a palette of these rushes that I cut yesterday. I lay with my head over here, my feet over here, and my legs to either side of this little hole, and the warmth of the coals came up underneath my cloak and my blanket. And warmed me quite nicely. Of course, it's no good to have a fire like this coming up underneath your blanket. So. Ach was, so hat das gemacht. Aha. You have to wait until it burns down to coals. Doch, Andi, da sehe ich dich. Was? Da sehe ich dich. Ey, da sehe ich mich auch. Ey, wir haben ja sogar alle da. Wir haben ja so eine Wollmäntel. Wir haben ja alle da. Müssen wir Oma machen. Hab ich Bock drauf. Haben wir das nicht auch schon gemacht? Nee, ne? Nee, haben wir nicht nur für Hobbithaus benutzt immer, ne? Für Hobbithaus und wir haben einmal mit diesem riesigen Zelt. Haben wir draußen gepennt. Ach, aber das ist ja ein bisschen... Ah, wie groß es ist! Ja, hä? Das ist wirklich... So I have some apricots. Dried apricots.
And I think trockene Aprikosen. I shall put these in first. Those should be more substantial. Also ist der Obst, ja? Now okay. Then. Ja, ich glaube, da gibt's noch Oats zu, oder? We may add the oats. Ja. Ach so. Er hat die getrockneten Aprikosen vorher reingemacht, weil die wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen, um durchzuziehen. Ich hab Klausener Vibes. Das ist doch in Extremo. Ja, Mann. Ja. Ja, stimmt, Herr Mandelik. Da sehe ich dich auch, Andi. Als ob der Flöte spielen kann, Digga. Aber auch richtig, also schon gut, ne? Ja. Und das ist auch so eine kleine... Das kam jetzt irgendwie überraschend. Ja. Er ist, Andi, ruhig bleiben. Ich kann Triangel spielen. Klanghölzer? Ich sehe dich auch bei Klanghölzern ganz weit vorne. Triangel. Triangel. Ich hau euch vom Hocker mit meiner Triangel. Aber stark, ey. Ja, dann bauen wir halt eine Pfeife und eine Flöte. Mit mein Gott. Jeden Morgen in ein Sol er singt jetzt in auch. Brand, in ein Vogel an der Borja ne Hünge. Berja trollet wir den Fageringer Sven. Also ist jetzt auch nicht cringe, muss ich sagen. Nee. In Falskeliger Tünge. Hermannen lieg, Trollhof in die Mieg, verdät jog. Was geht hier ab? So gerne. Gleich kommt wirklich ein Überraschungspaket, der Mann. Also gleich kommt wirklich ein Schwertkampf und er hat ja perfekte Moves drauf wahrscheinlich auch. Lol, Alter. Alter Schwede. Was mich jetzt ein bisschen killt, Andi? Das Lied hat leider nichts mit Mittelerde zu tun, tut mir leid. Oh, du deutsche Kartoffel, Alter. Aber das ist ja verrückt. Ja, wirklich. Kanal heißt Rambling Shepherd. Wo bra. Those apricots look great. Oh. I think it's just about done. Also wenn der sich jetzt noch eine Pfeife reinknallt, dann machen wir es nach. Dann ist es so. The apricots take what would be a very bland meal and make it absolutely delicious. Ist Herr Mandelik nicht sogar altdeutsch? Ich will mich jetzt nicht drauf festlegen. Ich muss jetzt hier gerade mal... Das ist doch... Ach nee, eine schwedische Ballade. Ich nehme alles zurück. Schwedische Ballade. Especially because I gave them time to permeate the water with their juice before adding the oats. So it's sweet all the way through, not just the apricots. Oh, nice. A friend of mine needed a hand with something, and I had to cut the trip a bit shorter than intended, but I wanted to take a moment to explain some of the survival techniques I used on this trip. One of the best survival tools I used was the Dakota Fire Hole. This type of fire pit was invented by the Sioux tribe of Native Americans, which takes a little work and site selection to prepare and properly implement, but it's safer, more reliable, more efficient, and much more versatile than any other I've encountered. Mm-hmm. Start by digging a hole. Two holes, actually. The exact size can vary, but I like about a 10 inch to a foot deep. That's about 20 to 25 centimeters, and about half as wide. They should be spaced at least the diameter of the hole apart. Then, you dig out a tunnel underneath, connecting the two holes. When you build a fire in one of the holes, the air is heated by the fire and rises upward. Air has to rush in through the second hole to replace it, and the airflow this generates lets the fire burn very hot and very clean. On top of that, the walls of the hole reflect heat. Ich sag dir, wie es ist, Anni. Es ist, also, ich... wird dran scheitern, das so zu zeichnen. Aber ist schon mit Paint gemacht, oder? Würde ich jetzt, also... Also irgendeine Abart von Paint. Ja. Aber daran würde ich scheitern, glaube ich. Ja, ist schon in Ordnung so, ne? Ja, also schön dargestellt, auch nicht so überproduziert. Ja. Aber völlig ausreichend. Ich würde dafür schon Rico reinschicken in den Ring. Reducing the propensity for...
Given how efficient and contained this type of fire is, I had the idea of using it like a traditional Japanese kotatsu, a piece of furniture which, before they started making electric ones, suspended a blanket up over a pit of charcoal. Hast du gesehen, was da alles rumsteht? Das ist ein richtiger Laper. Oder was? Der lebt das. Na, oder er redet ja gerade darüber, dass es quasi, dass er das benutzt hat, wie dieses japanische Heizding und das ist einfach so ein Bild. Okay, so ein Beispielbild. Ja, stimmt, hast recht. Ja, stimmt. Der lebt es. Kann ich mir vorstellen, das hat ja, also kann, so. Kann ich mir auch vorstellen. Müssen wir mal auf den Kanal drauf gucken, was da sonst noch so geht. Before they electric ones suspended a blanket up over a pit of charcoal set into the floor. The volume of air under the blanket was much easier to heat than a whole room, so this was an easier way to keep warm for cheap. I'd never do something like this indoors for fear of carbon monoxide poisoning and fire hazard, but I've wanted to try it out camping. It should go without saying that sleeping on top of a hole filled with fire is risky, but even bearing that in mind, special care must be taken to only use wool blankets, as synthetic materials like polyester fleece turn into napalm if they catch fire. Also, don't put your head under there because, again, carbon monoxide is a major risk. Ja. Bearing all that in mind. Ja, aber vom Prinzip her gar nicht schlecht, dass du das quasi so abdeckst im Beinbereich, das zwischen den Beinen hast. Ja. Und dann halt die Decke bis, keine Ahnung, hier. Ist die Nudel auf jeden Fall warm, ja. 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 Ist unter der Decke bestimmt richtig schön warm, ja. Trick did let me stay plenty weight with just a single thin wool blanket. It was pretty amazing, actually. And while I did have to wake up a few times during the night to stir the coals to bring more fresh coals to the surface, it was much less finicky and required much less concentration than rebuilding or feeding a fire that was outside of your shelter. This trip was a fun experiment. I wanted to try spending a night in the wilderness without modern space-age sleeping bags, tents, hiking boots, or stoves, and it honestly went way better than I expected. As funny as it may sound, it gives me a much greater appreciation for what it would take to be a wandering adventurer in a fantasy novel. The answer is, it takes a lot more work than I think most fantasy authors realize. Mm-hmm. If, like me, you're a fan of hiking and fantasy books and films, check out the maps of real hiking destinations in my web store at shepherdcartography.com. Aha. I've drawn each one with painstaking accuracy and care, but with a style that would look at home in any hero's equipment or wizard's library. Thanks for watching. Das ist ja geil. Lol. Also er zeichnet Karten selber, ja, ja, in die du dann halt mitnehmen kannst auf solche Trips. Das ist ja geil. Das ist ja auch eine Nische, Alter. Das ist ein Nischenprodukt. Hä? Das ist ein Nischenprodukt. Na gut, aber ja. Okay, krass. 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 Was habe ich jetzt? Was sagen die 340 Leute dazu? Also habt ihr Bock auf sowas? Also ist halt inhaltlich... Ach, man könnte die Pfeife da schnitzen. Also ich hätte, glaube ich, mal Bock drauf auf so einen Overnighter in die Richtung. Nice. Ja, war ein richtig starkes Video. The Rambling Shepherd. Gucken wir uns dann jetzt nochmal auf dem Kanal ein bisschen mehr an, würde ich sagen. Vielleicht hat er noch was, ja. Vielleicht geht da noch was in die Richtung. Ja, nice. Also hat mir sehr gut gefallen.